Okay, ja, servus meine sehr geehrten Damen und Herren zu der unschlagbaren 29. Ausgabe in dem Format Kochen mit Maxi. Heute mit Assistenz, die aber nur mit den Händen gezeigt wird. Wir sind nämlich am Erzberg Rodeo und da haben wir einen Dutch Pizza Ofen und wir machen uns jetzt unsere eigene Pizza. Das heißt, wir rollen jetzt einmal da diesen Pizzateig aus. Zum Bestreichen haben wir da eine arschnormale Tomatensauce, dann Salami, einen Toastschinken, einen Mozzarella-Käse, der da irgendwo umeinander schwirrt. Dann haben wir da Gewürze, also man muss dazu sagen, der einkaufen, wo wir in der Metro einkaufen und das sind diese Mengen, also Knoblauch einmal und ein Pizzagewürz. Ja, und eigentlich rollt man diesen Pizzateig mit einem Nudelwalk aus. Wir sind aber so blöd im Hirn und nehmen da eine Bierflasche dazu, weil es kommt eigentlich auf selbe aus. Dann ganz wichtig ist, die Fläche immer bemehlen. Und dann können wir eigentlich schon den die Tomatensauce auftragen. Auf den Pizzateig, so würde ich sagen. Ich bin eigentlich gar kein Koch. Ich auch nicht. Ich habe nur ein Format. Du bist das Format, ich bin einer, der was einfach keinen Hunger hat. Schau, das stellt schon wieder nicht scharf, das Handy mit der Kamera, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, gell? So. Da werde ich ja da schnappen mit, aber es fei, dass es hohe. So, also wer es nicht erkennt, das ist Teig. Das ist Teig, wir machen eine viereckige Pizza, aber ich habe gerade ein bisschen ramponiert. Eventuell. Stunde. Ah, ich stehe wieder auf, das ist besser. Ist gar nicht mehr so. So, anfangen. So. Nein, das passt schon. So, passt schon so. Mit Licht vom Ikea. Oder wo hast du her? Das ist vom Lidl. Also, ja, auch nicht viel besser. Mit Licht vom Lidl. Ich sag nichts gegen den Backside. Also Tomatensauce auf dem Teig, den wir vorsichtig und sehr mit Gefühl ausgerollt haben. Wir nehmen ein bisschen mehr Tomatensauce, wenn man es eh schon wurscht ist. Ja, weil es eh schon wurscht ist. So. Das ist gut auswurschen. Sehr gut. Das Problem ist, wir haben kein Gas, gell? Haben wir wirklich kein Gas? Ja, nein, irgendwo schon. Gerne. Nein, ich glaube da drüben. Also Bierbank da drüben, ja. So, während der Bernie einen Pizzakäse sucht, den er vergeblich, den er wirklich vergeblich sucht, zeige ich jetzt einmal unseren Dutch Ofen. Den haben wir uns gekauft, glaube ich, auch beim Ikea. Alte Pappen. Das war so ein Angebot da drin. Und da gibt es zwei Fächer, also du hast praktisch da auf mit der Kohle. Und für die Pizza muss ich immer so 200 bis 230 Grad haben. Jetzt sind wir so auf 160, weil es geregnet hat, wie ein Wahnsinn. Und da haben wir dann so eine Art Pizzastein da drin. Und da haben wir dann die Pizza drinnen. Und die braucht dann halt so 10 Minuten, 4 Stunden, bis sie dann fertig ist. So, und jetzt schauen wir wieder. Was tust denn du da? Ich wollte gerade zu dir reinschauen. Ja, ich brauche. Weißt du, einmal professionell. Ich brauche jetzt den. Ist er da am Boden daheim? Ein Scheringer. Wer hat das geschrien, der Scheringer? Die haben wir eigentlich nicht zuerst einmal belegen und der Kass kommt am Schluss. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ja, er liebt Käse, das muss ich mir auch dazu sagen. So. Genau, die Champignons haben wir auch. Champignons, ja, die haben wir da ein bisschen, die sind nicht so. Das ist eigentlich für Lärm im Hintergrund. Weiß ich nicht. Wie? Das ist so. Ja. Na ja gut, was haben wir noch da? Also, ja, die haben auch noch drauf, da die Ritzen. So, ich... Also, dann haben wir da mal... das,
ist schon ein bisschen aber da. Ja, ich muss dir da helfen, du bist da viel zu langsam, weil das Video geht schon wieder 5 Minuten. Schneide. Achso, wenn du Salami brauchst, haben wir noch Salami offen. Ja, du musst dann ja aufmachen. Die Arbeit mache ich mir heute nicht mehr mit dem Schneiden. Ja, wir machen da nichts mehr auf, wir machen das jetzt so. Salami war gestern. Da, Toastschinken. Schinken. Und wenn ihr ihn kennt, kommt noch eine extra Portion Käse dann drauf. Richtig. Scheiße. Hey, Scheiße sagt man nicht. Bring ihn los schon vor. Na, Scheiße. So, und dann haben wir die Pizzaschafe da. Die muss man halt ordentlich bemehlen, weil der Teig ist ziemlich biegsam und weich. Und dass du da nicht anzahnt, so in den Ofen reinkriegst, ist auch ein wenig ein Kunstwerk. Das wird jetzt eine Challenge. Ja, das wird wirklich eine Challenge. Und mit anderen was auch Pizza. Ah ja, und genau, die Gewürze kommen auch noch. Das Wichtigste. Ja, was schmeckt denn davon? Dazu? Jawohl. Passt. Ja, ist schon. So, tu weiter. Na schau, das geht ja wie. Da haben wir uns schon mal blöd angestellt. Okay, so vorbei. Soll dir helfen? Ja, es geht irgendwie. Ja. Ich hab's nicht vergessen, es ist relativ spät in der Früh, also es ist jetzt nicht. Es ist früh in der Früh, es ist jetzt Mitternacht. Es ist jetzt Mitternacht. Naja, aber weißt du, wenn wir bald genug anfangen, warten wir, bis da was laufen wieder. Ganz und gar nicht. Ja. Ja, aber das schaut echt gut aus. Also im Vergleich zu den vorigen Prototypen schaut das gut aus. Okay, gut. Ja, was der Schläge ist. Wir sind jetzt hier ineinander. So, Pizzaofen, Kohle ist noch am Start und jetzt machen wir das obere Fach drauf. Jetzt versuchen wir, dass wir das Ding irgendwie reinbringen, ohne dass wir da jetzt dort. Du musst das mit Schub machen. Ja, ja. So. Ich hab eigentlich über. Das geht dann nicht mehr, das biegt schon wieder an. Ich hab eigentlich gar keinen Hunger mehr. Schneidest du eigentlich? Nein, ja, ich hab nicht genossen. Eins, zwei, das Typ ist früh aus. Ja. Du musst schon wieder schneiden. Das muss wirklich schneiden, ich glaube, das wird jetzt nicht warm. Warte mal kurz. Also, eine Frage an die Community: Wie bringst du die Pizza? Du bockst dann scheiße an deine Community, weil da komme ich nicht mit die Waschmann-Kommentare zu. Wie bringst du die Pizza von der Schaufel auf den Pizzastein? Ja, wenn ich da jetzt dabei war, ich würde einfach sagen, Alter, mach das mit Schwung. Ja, haben wir eh gemacht. Aber es ist nicht immer so ja, geil. Jetzt greift deine und bringe das wieder. Das ist. Die haben wir uns ja auch damit immer komplette Monk, oder? Locker war es eigentlich. So, probieren wir es nochmal. Schau. Hallo, na bitte. So, 4 Stunden später und die Pizza ist fertig. Dann sage ich schon wieder Servus, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. So schnell draußen da, oder was? Ja, sicher. Hey, was sollen Sie denn da noch sehen? Das fertige Resultat? Ja, also das ist da vielleicht ein bisschen da. Also, ja. Also dann, tschüss.